Darauf hatten wir viele öde und nervende Corona-Wochen lang unserer Sicherheit zuliebe verzichten müssen, dass die Seele streichelnde, verträumte, gleichermaßen monotone wie muntere Plätschern des Wasserfalls im Schatten des Ferntals haben wir wohl alle schmerzlich vermisst. Ein Ort wie geschaffen zum Träumen und Meditieren. Die Kaskaden, behütet von der Judith, einer Skulptur der Braunschweiger Künstlerin Sabine Hoppe, einer meiner Lieblingsorte im Botanischen Garten. Begleitet vom Gemurmel eines Bächleins geht es vom schattigen Tal in die Sonne, ins Rhododendron-Paradies am Ufer der Oker des Braunschweiger Hausflüsschens. Die, wenn auch immer noch eingeschränkte Wiedereröffnung des Botanischen Gartens der Technischen Universität am 13. Mai kam gerade noch rechtzeitig, um das Farbenspiel der jetzt blühenden Rhododendron-Sträucher und anderen Erika-Arten zu genießen. Mein ganz persönlicher Tipp: Schlendern und Schauen oder einfach auf einer der vielen Parkbänke faulenzen und die vielfarbige Pracht auf sich wirken lassen. Ja, botanische Gärten sind ja so etwas wie Psychopharmaka. Ganz natürliche Medizin gegen den uns immer häufiger belastenden Stress und Krankheiten der Psyche oder Seele. Und das garantiert ohne jedwede Risiken und Nebenwirkungen. Ärzte und Apotheker müssen gar nicht erst gefragt werden. Mein kleines Video kann und will nicht alle Attraktionen des Botanischen Gartens zeigen. Es sind Impressionen meines ersten Besuchs nach der durch die Corona-Pandemie bedingten wochenlangen Schließung. Übrigens, bis auf Weiteres gelten zurzeit folgende Öffnungszeiten. Montags ist der Garten geschlossen, Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, Sonnabend und Sonntag, also am Wochenende von 10 bis 18 Uhr, am Himmelfahrtstag, dem Vatertag, von 10 bis 16 Uhr. Die Toilettenanlagen bleiben bis auf Weiteres geschlossen und bis auf Weiteres geschlossen bleiben auch die Schauhäuser und der Erweiterungsteil an der gegenüberliegenden Seite der Humboldtstraße. Jos van Aken.